Er ist gekommen, um zuzuhören. Jetzt hätten Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Anmerkungen loszuwerden. Thorsten Schäfer-Gümbel hat ins Vereinsheim des SG Wartenberg geladen. Ein weiter Weg von Wiesbaden in die tiefste hessische Provinz, den Vogelsberg. Es geht um Arbeitsplätze, Tourismus, Bus und Bahn und wie schwierig das alles ist. Was öffentliche Verkehrsmittel anbelangt, sind wir sowieso am Ende der Welt. Knapp 40 sind gekommen, mit großen Hoffnungen in ihren TSG. Die Genossen hier auf dem Land fühlen sich von der schwarz-grünen Landesregierung vergessen. Umso schlimmer für sie, was die SPD zuletzt im Bund geboten hat. Das Auftreten der Bundes-SPD ist schmerzhaft gewesen. Das hat mir jedes Mal wirklich wehgetan. Der SPD-Wähler ist ja sehr empfindsam. Der SPD-Wähler geht wählen, wenn es ihm recht ist. Wenn er irgendwas ihm quer liegt, was die SPDler sagen, dann bleibt er zu Hause, der will keine andere Partei. Nur Ego-Trips und solche Geschichten. Das war mit Sicherheit nicht förderlich. Der Chef ist trotzdem optimistisch und froh, dass die Querelen um GroKo Ja oder Nein endlich vorbei sind. Es war anstrengend, es hat Zeit gekostet, es hat Kraft gekostet. Und natürlich alle Zeit, die in Koalitionsverhandlungen geht, konnten wir nicht in die Vorbereitung stecken. Und das sind Ressourcen, die sind in einer Oppositionspartei wie der hessischen SPD knapp. Und für uns geht es darum, nach 19 Jahren Opposition wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Jahrzehnte war Hessen fest in roter Hand, bis die Wahlergebnisse, ähnlich wie im Bund, kontinuierlich in den Keller gingen. Mit zwei dramatischen Ausschlägen nach unten, der letzte nach dem Ypsilanti-Trauma 2009. Seitdem führt er die Partei, die aktuell immerhin bei 26% liegt, deutlich mehr als im Bund. Ein Blick von Berlin nach Hessen, also durchaus lohnenswert. Man kann im Kern drei Sachen von der hessischen SPD lernen. Erstens, dass man die ganzen kleinen Gruppen, die glauben, dass sie die Politik der SPD bestimmen können, auflöst und dafür sorgt, dass die Politik wieder in den Gremien, die dafür demokratisch legitimiert sind, gemacht wird. Dass man zweitens aufhört, Politik zu inszenieren. Und drittens, dass man eben sich klar wird darüber, was man inhaltlich will, was man verändern will. Verändern, erneuern. Darum geht es den Genossen derzeit überall im Land. Der Ortsverein Gießen-Allendorf erneuert gerade sein Personal. Nach 26 Jahren an der Spitze übernimmt der Nachwuchs, der schon als Schüler SPD-Fan war, weil die Partei für alle Menschen da sei. Und du bist ein richtig guter. Das ist einfach das, was mich bewegt, weil ich einfach möchte, dass alle Menschen die gleiche Chancen haben, egal aus was für einer Bildungsschicht oder auch aus was für einem Haushalt sie kommen. Auch Alfred Brübach ist schon immer Stammwähler, aber erst seit 3 Monaten in der Partei. Die Gelegenheit war günstig. Ich wollte mitentscheiden, wie es jetzt mit der Partei weitergeht, weil mir das schon am Herzen gelegen hat. Er war für die GroKo und hofft, wie die anderen hier auch, dass aus Berlin jetzt endlich Rücken statt Gegenwind kommt für die Landtagswahl im Oktober.